war denn der Sinneswandel jetzt? Sag mal. Hä? Damals hast du ja gebellt wie so ein Köter. Und heute, Dings, jetzt hier machst du direkt oder was? Erstmal. Carlito ist so ein super Typ. Der hatte. Carlito! Carlito hat ein Imperium aufgebaut! Das ist ein Vorbild! Ich hab gelutscht und ich bin stolz, ja! Aber gut, komm, ich bin heute mal großzügig. Oh, fuck! Ich wollte in Call kommen, alles gut. Bruder, warte. Und wenn du jetzt gehst, eigentlich schon, ne? Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir? Oh, was hast du halt so gemacht? Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Wow, man denkt, Alfonso Davis. Oh, Junge! Schreib mal rein, er soll mich entbannen. Ich hab nix getan. Komm schon, mach mich frei. Mach mich frei. Mach mich frei. Oh! Bruder, bitte! Was will er denn? Endlich! Ben Mandela. So was kann ich denn gegen dich tun, Mandela? Dankeschön. Ich habe nur eine Frage. Ich war echt schon lustig, Bruder. Ich muss mal ganz kurz was gucken über dich, Mandela. Was? Du hast... Warte mal ganz kurz. Nein. Nein. Ich nehme mal ganz kurz hier einen Ordner. Zack, zack. Das wollte ich fragen. So, hier. Prima. Irrelevant. So, hier. Herr Newstime, nein. Commander Krieger, nein. Okay, nein. Mandela, da hast du doch... Lass mal kurz gucken, was haben wir denn hier über dich? Mandela. Ich habe nur ein Family Life Band. Du hast mal früher Faxen gemacht. Nein. Ein bisschen länger her hier, laut Datum. Nein. Du hast mal Faxen gemacht früher. Nein. Mhm. Also weiterlesen. Ich kann das erklären. Das war... Ach so, warte mal. Oh, der bist du. Wie, da bin ich? Woher denn der Sinneswandel jetzt? Sag mal. Hä? Damals hast du ja gebellt wie so ein Köter. Und heute, Dings, jetzt hier machst du direkt oder was? Sag mal, was ist los? Warte. Hä? Wo hab ich... Das, er denkt bis heute, Mowgli. Was war denn los damals? Sag mal. Er denkt bis heute, Mowgli. Nein, Bruder. Schau mal, jetzt habt ihr einfach ein Ding. Ich wollte nur im Band werden, um den Chat wieder zu sehen. Jetzt habt ihr mich zum Hund gemacht, Bruder. Die haben dich angelogen. Wo habe ich denn gewählt? Da kannst du dich nicht mal mehr dran erinnern. Meint der Family? Die haben dich angelogen. Nein, es geht nicht darum, dass mich jemand angelogen hat. Ich habe hier Sachen von dir persönlich, nicht was mir jemand gesagt hat. Hä? Mein Freund. Er hat auch einen Ordner über mich? Hä? Azad, mein Löwe. Was war denn damals? Aber was meint der? Was passiert also, hier? Guck mal, du fragst mich, meinst du Family? Du musst doch wissen, was gewesen ist. Was hast du denn über mich oder über irgendwas auch immer denn schlau. Geredet? Er ist schlau. Erzähl mal. Er ist schlau. Das ist Cap. Ihr wisst in meinem Stream, wie ich immer über ihn rede. Lass es mal Klick machen. Nur Positives. Am Ende habe ich eine negative Sache gesagt. Und dann fickt er mich. Wir schicken es ab. Er will rauslocken. Zum. Es ist nichts so Schlimmes gewesen, aber er war auf jeden Fall frech. Mehr kann ich euch nicht sagen. Nur Positives, so gelogen. Bist halt ein Final City-Spieler, ne? Ist halt klar, ne? Da kommt halt nur Scheiß aus dem Maul wahrscheinlich, ne? Hä? Was denkt der über mich? Das Ding ist nur, Mandela, manchmal muss man sich auch einfach gerade machen für seine Sachen, ne? Was denkt der über mich? Einfach mal gerade machen. Soll ich callen? Ne? Einzelnen Chat will ich callen. Sagen, ja, ich hab damals ein bisschen... Ey, dieser Ordner, ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich hab den doch immer gelobt. Ich hab immer gesagt, Screw, es kann geisteskrank gut reden und so. Mandela, wenn du jetzt schon mal da bist, Amogotti, hallo. Mandela, dann erklär uns doch mal wenigstens jetzt, komm, jetzt erklär mir jetzt nochmal die Szene ganz kurz. Ich will das nochmal kurz verstehen, weil guck mal, das Ding ist, als ich eben bei dir zugehört hatte, wo du ja über den Server geredet hattest und über Carlito dann in deinem Stream gesprochen hattest. Lass uns. Und gesagt hast, erstmal. Carlito ist so ein super Typ. Der hatte. Carlito! Carlito hat ein Imperium aufgebaut! Das ist ein Vorbild! Da wollte ich mal kurz fragen. Nein, ich schreib da nichts. Ist dir das nicht unangenehm? Aber warte, ganz kurz. Er hat davor gesagt, 20 Zuschauer-Streamer. Der kannte mich. Ich hab gelutscht und ich bin stolz, ja! Sag mal. Ich hab gelutscht und ich bin stolz, ja! Hallo? Oh. Schritt 1. Geht auf buddyteam.com und kauft euch eure Must-Have-Produkte. Schritt 2. An der Kasse benutzt ihr meinen exklusiven Code Mandela, um 10% auf eure Bestellung zu sparen. Und jetzt eröffnet ein Discord-Ticket auf meinem Server und sendet uns das Bild von eurer Bestellung rein.
Hier geht's jeden Monat ab mit der Chance auf 150 Euro Vaditeam Store Gutscheine. Sicher euch jetzt eure Belohnungen. Das ist ein Schachspiel. Rhetorische Pause. Kaum Call? Nee, das dritte Mal ist unangenehm. Du kannst nichts drauf schreiben. Ich mach so. Geht in Call. Leute, ich kann mich jetzt hier nicht mit jedem hergelaufenen 15 Viewer Andy hier in den Call setzen. Ticker hinterher sagen die Leute, der German G talkt jetzt hier mit jedem zweiten. Aber gut, komm, ich bin heute mal großzügig. Ich wollte in Call kommen. Alles gut. Bruder, und warte. Ich hab euch schon immer gesagt, diese Art von ihm, ich schwöre, Bruder, diese Art von ihm, die ist crazy, Bruder. Ich hoffe, das. Und wenn du jetzt gehst, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, Bruder. Eigentlich schon. Aber es ist der German G, Bruder. Ey, Bro, das ist der German G. Du hast 800 nur wegen ihm, Bruder. Weil er Ding. Ja, gut. Was hast denn du für ein Profilbild? Hey, Bruder! Ah, hier, da. Yo, was geht ab? So, warte kurz, ich muss noch kurz die Boxen ausmachen. So, jetzt höre ich dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir? Auch. Was hast du heute so gemacht? Guck mal, für Smalltalk habe ich jetzt hier nichts. Also für so einen Smalltalk habe ich jetzt nichts. Warte, man muss auch gut ins Gespräch kommen. Weißt du, was ich meine? So auf den. Erstmal so, hey, was hast du gemacht? Und so Sympathie aufbauen, damit das Gespräch danach nicht zu hart wird. Okay, dann lass direkt anfangen. Ich sehe deinen Blick, okay? Easy. Gut. Vorab, solltest du ein falsches Wort sagen, kriegst du Post von meinem Anwalt. Ne? Nur damit das kurz geklärt ist. Gut, kommen wir jetzt mal zur Sache. Und zwar, was ist denn da los gewesen bei dir eben auf diesem Gambo-Server? Wollen wir erstmal eine Sache davor klären? Ja, klar, schieß los. Diese Sache mit dem Ordner, was ich gegen dich gesagt haben soll, weil man eigentlich weiß, dass ich, vor allem wenn ich deine Streams gucke, beziehungsweise deine Statements gucke, eigentlich nur Positives sage. Und wenn was in der Vergangenheit passiert ist, beziehungsweise negativ gesagt worden... Ey, hör mal zu. Erst einmal, was bist du für einer? Kalito wird wahrscheinlich eifersüchtig gerade. Was machst du denn da? Ich versuch doch korrekt zu reden. Guck mal, ich sag dir von Anfang an, ich bin hetero. Ich bin auch hetero, Bruder. Gut. Also pass auf, guck mal, die Sache so. Ich rede ja nicht davon, ich weiß nicht, was du da auf mich reacted hast, wann, wie, wo. Ich rede von deiner Zeit, wo du vorher, wo du noch anders geheißen hast hier. Ne? Na, einfach nur Mandela. Ja, ich habe, als ich Partner geworden bin, hatte ich die Möglichkeit, meinen Namen zu ändern. Da habe ich den. Ja, das interessiert ja niemanden. Ich will dir ja nur die Sache gerade erklärt. Da war ich auch schon was Streamer. Du früher gemacht hast. Du sagst früher, das war vor 3-4 Monaten. Fünf Monaten. Ja, ich kann dir nur sagen, was ich hier so für Informationen liegen habe. Und ich sage dir, du hast früher Scheiße getalkt. Was hab ich denn für Sachen gesagt? Ja, das musst du schon selber herausfinden. Aber das ist schon dreckig, weil entweder, weil du hast ja am Anfang von deinem Stream gesagt, ich bin so 20 Zuschauer Andy und sowas, weißt du, was ich meine? Und auf einmal hast du jetzt... Bist du halt, ja? Und weiter? Dann auf einmal hast du so einen Ordner über mich, so weißt du, was ich meine? Und das ist halt, Bruder, so auf den. Ich bin jemand, die ich rede viel so, aber ich meine 90% der Sachen eigentlich nicht ernst. Und ich habe keine Ahnung, von was du redest. Du meinst ja gegen dich, oder nicht? Gegen dich was gesagt? Was? Also, was habe ich denn gegen dich gesagt? Also, das will ich wissen. Also, guck mal, Mandela. Erstmal holst du jetzt ganz tief Luft, dann denkst du mal kurz drüber nach und dann kannst du nochmal neu den Satz bilden. Und dann können wir nochmal miteinander quatschen. Okay. Was wolltest du mir jetzt nochmal genau sagen? Also, ich wollte dir sagen, ich würde gerne wissen, was ich gegen dich gesagt habe. Ja, das musst du ja selber wissen. Und das weißt du auch. Und wenn du nicht manns genug bist, das zuzugeben, dann bist du scheinbar noch nicht bereit dafür. Also, ich weiß nicht, was ich gegen dich gesagt habe. Ja, dann brauchst du vielleicht mal irgendwann irgendwo eine Nachhilfe. Ich glaube einfach nur, also, ich weiß nicht. Du spielst die Karte, du spielst, hä? Ich würde nicht sagen, dass ich eine Nachhilfe brauche, wenn ich mich an etwas nicht erinnern kann, was etwas länger zurück liegt. Oder? Hm. Kannst du dich erinnern, was du vor 2 Jahren an einem Montag gegessen hast? Kannst du? Ja, wie dem auch sei. Also, krass. Was ist denn jetzt da gewesen eben? Erzähl dir mal. Nein, ich würde gerne meine Frage beantwortet haben. Danach kann ich dir alles erzählen, von A bis Z. Ich weiß, ey, ich habe das immer schon gesagt, auch davor, als du deine Statements gemacht hast, du bist rhetorisch Monster, du kannst gut reden. Ich habe kein Problem, dir das zu sagen. Aber ich würde gerne wissen, weil du ja so darstellst, als hätte ich etwas gegen dich gesagt, aber das würde ja gar keinen Sinn machen, weil ich eigentlich in meinem Stream... Aus Höflichkeit habe ich gerade geschwiegen, lass mich dich doch nicht auseinandernehmen, Janni, was redest du? Frage dich, was du gegen mich gesagt hast, wo man bewusst gegen einen Streamer schießt und du kommst mir an mit, ja, Janni, was hast du vor 2 Jahren an dem Montag gegessen? Ja, aber wann habe ich denn gegen dich geschossen? Argumentation kannst du bei irgendeinem Final Cities Spieler machen auf dem Server. Das funktioniert dann mit diesem Gehirn, wo die Leute einen IQ von 55 höchstens haben. Okay, jetzt nochmal. Aber bei mir funktioniert das nicht. Okay, vor wie vielen Monaten? Du musst dich daran erinnern, was du gesagt hast, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Okay, vor wie vielen Monaten habe ich denn gegen dich geschossen?
Ey, bin ich jetzt hier deine persönliche Logdatei oder was, Alter? Irgendwie schon. Du hast ja einen Ordner über mich. Das heißt, irgendwie muss ich ja schon so relevant sein, dass ein Ordner über mich erstellt wird. Ja, pass auf, guck mal, der Ordner, das ist mein Ordner. Den nutze ich so, wie ich ihn für mich nutzen möchte. Und wenn du etwas von mir möchtest oder dich gerade machen willst, dann kommst du eines Tages zu mir und sagst, ey, du hattest recht an dem Tag und oder irgendwie da habe ich mal damals das und das gesagt. Ich stehe dazu, war ein bisschen kacke oder bla bla bla. Spielst du Schach? Und dann ist die Sache auch für mich völlig in Ordnung, okay? Aber nicht, wenn du mir meinst, hier ankommen zu müssen, ja, was war denn da? Ach, hilf mir mal auf die Sprünge und ach, vielleicht meint er ja gar nicht das, was ich gesagt habe, sondern er hatte ja nur das bei sich stehen und er weiß, und das, diesen Kindergarten mache ich gar nicht erst. Okay, spielst du so, wenn du in deiner Freizeit spielst du Poker? Spielst du gerne Poker? Das ist eine einfache Frage. Ob du in deiner Freizeit gerne Poker spielst? Das mit den Stellen, ne? Ich schwöre, er weiß, dass er mich damit außer Ding nimmt. Und deswegen werde ich ihn jetzt einfach komische Fragen spielen. Ich werde ihn jetzt komische Fragen stellen. Willst du mich daten? Oder Dann mach das schlau. Ich schwöre, dann mach das schlau. Kripo, was sind das für Fragen? Ich muss meinen Gesprächspartner kennenlernen, weißt du, was ich meine? Nochmals, ich bin hetero, mich kannst du nicht kennenlernen. Also ich finde, eine Konversation zwischen zwei Menschen, wo man Fragen stellt, um den Gegenüber kennenzulernen, heißt nicht sofort daten. Also wenn das für dich daten ist, wenn du eine Frau oder irgendjemanden fragst, hey, spielst du Poker, wenn das direkt schon eine Anmache für dich ist, dann tut es mir leid. Was ist denn Freaks? Tut mir leid, das ist eine Sache, die sich in mein Wortding, mein Vokabular mit eingeprägt hat. Aber das ist falsch. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ist das schlimm? Also pass auf. Erst einmal, Mandela, ich frage dich jetzt nochmal, was ist denn da jetzt eben gewesen auf dem Server? Was lief denn da auf einer City? Warum ist denn da so GZSZ? Sag mal. Weißt du, in jeder guten Freundschaft streitet man sich mal. Weißt du, was ich meine? Sicher, wie du dich schon mal mit deinen Freunden gestritten hast, habe ich mich mit meinem Freund gestritten. Und das ist halt passiert. Okay. Interessant. Ja, Mandela. Und warum wolltest du unbedingt, dass du entbannt wirst hier? Was lag dir auf dem Herzen? Ja, weil ich zu Unrecht gebannt wurde, weißt du, was ich meine? Also es gab da vor circa 2-3 Monaten so ein Statement und da haben sich ein paar Leute gedacht, die machen sich einen Spaß und sind in deinen Chat gegangen und haben gesagt, Mandela macht gerade Fitner. Und dann wurde ich von einem Mod von dir gebannt. Ich habe dir sogar direkt dann auf Instagram geschrieben. Du wurdest nicht deswegen gebannt, du wurdest gebannt, weil ich den Leuten den Ordner zugeschickt habe. Nein, das stimmt nicht. Doch? Die Sache ist onstream passiert. Ich habe dir sofort auch auf Instagram geschrieben. Ich weiß das. Ich weiß alles, was passiert ist. Okay, ich weiß auch, dass dein Chat dir geschrieben hatte, du wurdest jetzt gebannt und du dich abgefuckt hast, dass du zu Unrecht gebannt wurdest. Genau, du denkst korrekt. Du bist richtig, siehst du? Weil ich hier einen Schritt voraus bin, weil du gerade dachtest, nein, das ist nicht so gewesen. Doch, ich weiß das. Und ich sagte nochmal, du wurdest nicht deswegen gebannt, sondern weil dein Name vorgekommen ist und wir direkt Klick gemacht hat, zack, kurz angeguckt und dann haben wir dich gebannt. Das war der Grund. Und nicht, weil die Leute geschrieben haben, der redet über dich, der macht Fitner. Okay, denkt ihr jetzt, der hat wirklich einen Ordner? Ja, gut, haben wir das ja geklärt. Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so mit mir auseinandergesetzt hast, aber es freut mich. Es freut mich. Mach dich nicht wichtiger, als du bist. Ah, Bruder, das ist schon, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Bruder, das ist schon Anerkennung. Auf den. Auf wen denn? Du sagst die ganze Zeit, auf den. Auf den, das sagt man so. Das ist so. Nein, das ist ein Problem mit jemandem dritten oder von dem ich nichts weiß die ganze Zeit. Auf den, das ist Slang, Bro. Du musst auch, auf den, weißt du? Musst auf den, das ist so Slang einfach. Nein, du checkst nicht, Bruder. Du checkst nicht. Du musst sagen, auf den, das ist Slang. Aber auf wen denn jetzt? Ich hab's nicht verstanden. Ey, Bro, das ist Slang, Bro. Okay, schau mal, du sagst ja zum Beispiel, ey, ich kann gut Fußball spielen. So auf den. Checkst du, was ich meine? Checkst du? Auf dem Rasen meinst du, oder? Nein! Bro, du musst checken, Bro. Auf den. Checkst du, was ich meine? So, ey, ich kann gut Fußball spielen. Auf den. Okay, Mann. Und warum wolltest du jetzt, dass ich dich entbanne? Einfach nur, weil du zu Unrecht gebannt wurdest aus deiner Sicht? Oder einfach nur, weil dich der Bann gestört hat? Oder? Ja, das hat mich gestört. Ich habe dir dann auch auf Instagram geschrieben, weil ich auf jeden Fall kein böses Blut wollte. Und der Chat halt echt reingetrollt hat, aber anscheinend gibt es ja einen Ordner gegen mich. Guck mal, das Ding ist, nochmals, also der Chat hat dich reingetrollt, ich habe dich nur dem Glauben gelassen, dass es daran liegt, weil ich wusste, dass ich das abfacken würde, dass du denkst, dass du zu Unrecht gebannt wurdest und deswegen jetzt gebannt worden bist wegen deinem Chat. Ah, ja. Also so auf den mäßig, weißt du? Auf wen? Bruder, das ist der Slang, so auf den du hast das so gemacht, weißt du, was ich meine? Also, du bist ja jetzt entbannt. Ja. Kannst du mir bitte sagen, also was ist denn da sonst so gewesen? Also du hast ja eben gesagt, man streitet sich mal in einer Freundschaft, aber du hast ja, es ging ja darum, dass gesagt wurde, ja, du gönnst mir nicht, ich dir nicht und dies und das. Ja, und schau mal. Das ist eine Freundschaft, oder? So auf den, weißt du, in jeder Freundschaft passiert das immer mal wieder, dass man Sachen in den falschen Hals bekommt. Weißt du, was ich meine? Wir sind Menschen, unsere Wahrnehmung ist subjektiv, jeder nimmt das ganz, 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 ganz anders wahr. Und ich glaube einfach, dass viel zu viele Einflüsse, viel zu viele Leute da einfach dazwischen gebabbelt haben und die Kommunikation zwischen den zwei Menschen einfach kacke war, also zwischen mir und Lloyd. Aber es ist gut gewesen, dass wir das aus der Welt schaffen konnten. Ja. Also es ist eine Freundschaft. Ich finde, in einer Freundschaft, in einer Beziehung mit einem Menschen streitet man sich. Weil man kommt jetzt deinen Server raus, den du machen wolltest? Oder so auf den. Ich sag dir ehrlich, ich habe die Leaks von New Life gesehen.
Ich habe die Sachen gesehen, die Kalito bald vorhat. Oder so, auf denen lohnt sich gar kein Server zu machen. Zu viel Konkurrenz, Bruder, zu viel Konkurrenz. Wie meinst du das? Schau mal, das Ding ist... Wie meinst du das mit der Konkurrenz? So auf den, du checkst, was ich meine? Kalito hat geisteskranke... Bruder, auf den, checkst du? Ja, Kalito hat geisteskranke Sachen in der Zukunft vor. Ich habe gesehen, was in New Life kommen wird. Und ich weiß auf jeden Fall, es wird nur noch 2-3 Optionen geben in 5M, beziehungsweise in der RP-Ding, was die Leute sich entscheiden können. Es wird eine New Life geben oder halt Hope V Final. Und deswegen so auf den, es lohnt sich gar keinen Server aufzumachen, weil ich gar nicht das Geld hätte, um überhaupt diese Entwicklungskosten reinzuschecken. Auf den, checkst du? Auf den, checkst du? Stellst du gerade diesen Schmutzserver von Hope V und Final City mit New Life auf eine Stufe? Also ich würde nicht sagen, dass Final City bzw. Hope V ein Schmutzserver ist, weil es irgendwo auch ein Ort ist, wo sich viele Streamer bzw. auch Freunde getroffen haben, um einfach ihren Spaß... Ey, kannst du mal aus dem Mund nehmen und ein Mann stehen, Alter? Also du findest, wenn ich jemandem ein Kompliment gebe, wo du nicht damit d'accord bist... Dass du, guck mal, du kannst mit Family-Friendly-Streamern so reden hier in der Szene, aber doch nicht mit mir. Dann willst du denn verarschen, entweder du redest mit mir wie ein Mann und ehrlich oder lass das doch sein. Okay, auf den, warte. Weil ich Leuten Props gebe, die... Was denn für Props? Ich hab doch erklärt, Bro, wenn ich Leuten Props gebe, ja, wenn ich sage, ey, jemand macht was gut. Props, du hast doch. Nur Mund, sonst hast du gar nichts. Okay, ich sag dir ehrlich, du kannst über Kalito denken, was du willst, okay? Und ich kann auch über Kalito denken, was ich will. Aber ich sage dir, das, was Kalito auf die Beine gestellt hat und das, was er aktuell hat, das sei ihm gegönnt und das hat er nicht irgendwo. Die Entwicklungskosten, die er reingesteckt hat, das, was er für seinen Server macht, wie viel er für seinen Server arbeitet, oder das brauchst du nicht kleinreden. Auf den! Man muss schon sagen, Bruder, der Typ ist ein Mysterium, aber irgendwie finde ich das lustig. Ich habe lange gewartet, ich kann nicht sein, so dumm ist kein Mensch, Digga, du hast auf diesen Joke, den hast du auf. Ey, du bist gut, du bist wirklich gut, das ist zu krass, Digga. Auf den. Zu krass. Ich check doch, was du meinst. Aber warte, würdest du mir sagen, dass jetzt Kalito nichts für seinen Server gemacht hat? Bruder, der Mann hat zockt seine Spielerschaft komplett ab. Was redest du da? Auf was sollte er stolz sein? Hast du was geraucht? Hast du die letzte Gehirnzelle auf Final City weggeschossen? Okay, ich hab eine Frage an dich. Der Typ verkauft Autos für 260 Euro. Du redest von Entwicklungskosten, während er Steuerung V drückt. Okay. Was laberst du mich denn hier dicht? Okay, sehr, sehr guter Punkt. Aber ist es eine Option, die Autos zu kaufen, oder musst du die Autos kaufen? Digga, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber, beantworte meine Frage. Psychologische Tricks an, okay. Da werden Sachen gemacht, die okay. Nur noch 10 Autos verfügbar. Nun oder noch okay. 30 Minuten. Aber nein. Wie willst du mein Bruder, nein. Sag mir, nein. Aber mich mal dicht, nein. Nicht dicht. Also ich würde nur eine Sache sagen. Zentrale würde sagen, das ist Betrug. Was redest du denn da? Dann ist doch Dropshipping auch Betrug. Die tun ja, warte, du, jetzt mal ganz ehrlich. Niemand zwingt jemanden, ein Auto zu kaufen. Genau wie auf Family Life und auf Hope V. Bei Family Life ist es so gewesen, ihr hattet eure 300, 400 Spieler. Bei den Final City Leuten ist das ein Server, der ausgelegt ist für die Masse. Ihr wart auf, sagen wir jetzt einfach mal, Qualität aufgelegt. Ich war ja selber auf Family Life, ich weiß, wie streng das ist. Aber Hope V bzw. Final ist für die Masse. Ein Server zu haben, wo 600 Spieler drauf spielen können, eine geile Sync ist, viele Imports fahren können, ohne dass das abschützt. Bruder, das ist schwer und das kostet Geld. Aber niemand, warte, ganz kurz, aber niemand zwingt diese Leute... bitte hör auf, sag mir ehrlich, wer zwingt diese Leute, auf dem Server zu spielen? Das hat doch nichts mit Zwingen zu tun, es geht doch um die Art und Weise, was man da macht und wie man das den Leuten verkaufen will. Wen willst du denn verarschen, Alter? Das ist, also du sagst ja im Endeffekt, es gibt gar keinen Abzug im Leben, weil... Jeder Mensch kann ja frei entscheiden. Was laberst du denn da? Was redest du da für ein Blödsinn? Der Typ verkauft ein Autoreifen für 80 Euro. Was willst du mir hier erzählen, Alter? Du musst 4 Autoreifen sammeln, damit du dir für 320 Euro so ein scheiß Auto leisten kannst. Was redest du denn da? Okay. Du kannst eine Fraktion mit seinem Fahrzeug für 600 Euro kaufen. Okay. Was laberst du denn mich hier dicht? Okay. Das heißt, dann redest du, jeder kann doch frei selber entscheiden. Bruder, es geht hier nicht um Entwicklungskosten. Der Typ hat einen 5M-Server. Der Typ schreibt auf Lua. Das schafft ein 14-jähriges Kind, Mann. Ich hol mir einen Inder, der macht mir den ganzen Server von Hobby innerhalb von... in einem halben Jahr für 10 Euro, Alter, was laberst du da? Okay, aber Arbitrage, du weißt ja, was Arbitrage ist, würde ich ja nicht sagen, dass das jetzt so gut ist, ja, wenn wir dritte Weltländer dafür ausnutzen, dass da ein bisschen die Kosten geringer sind und sagen, ein Inder, das mache ich. Soweit ich weiß, ich kenne die beiden Creator von, beziehungsweise die beiden Developer von Kalito, einmal Leon, einmal Pimp, und ich weiß, dass die bezahlt werden, dass das keine 14-jährige Inder sind, sondern dass das Leute sind, die sich tagtäglich daran setzen, alles für unseren Server zu machen. Aber das ist ja nicht das Thema. Dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, du hast ein iPhone. Ein iPhone kostet 1.100 Euro, okay? Wenn du den Preis von 1.100 Euro zahlst, weil iPhone dich manipuliert mit ihren Werbungen, mit ihren Sachen, dann ist es deine Entscheidung. Natürlich zahlt Apple
in der Entwicklung. Leute wie du nicht was zu sagen, Alter. Das ist ja geisteskrank, Alter. Ey, Bruder, wirklich. Du hast wirklich viel geredet und du hast in jedem Satz mehr Scheiße geredet als im Satz okay, davor, und warum? Alter. Das ist Wahnsinn, und warum? Alter. Bruder, am Ende des Tages, du kannst das Blatt drehen und wenden, wie du willst. Du versuchst hier gerade den Leuten weiß zu machen, dass wir können ja mal, lass doch mal deinen Chat fragen, lass doch mal jeden fragen. Ist das Abzocke an der eigenen Spielerschaft, einen Server zu schließen, einen neuen zu öffnen, wenn man Autos für 200 fucking 60 Euro anbietet, ja oder nein? Aber das ist ja genau wie dein Argument, dass du seit 2 Jahren Dankeschön, durchziehst. Chef. Und da muss ich dir einfach, Respekt dafür geben. Du ziehst dein Argument seit 2 Jahren durch. Eine Frack kostet 600 Euro. Seit 2 Jahren ziehst du das durch. Und das machst du gut. Du weißt ganz genau, wie du deine Wörter zu bilden hast, um die breite Masse zu überzeugen. Das machst du gut. Ich gebe dir diesen Respekt. Ich gebe dir diese Punkte. Aber die Frack auf Hope V auf Final hat nie 600 Euro gekostet. Die hat nie 600 Euro gekostet und auch nicht 596 Euro. Sondern man hat die Möglichkeiten, Erweiterung für diesen Preis zu kaufen. Musst du aber nicht, um eine Frack auf diesem Server zu haben. Ja, du machst das gut. Du machst das gut. Schau mal, Was redest du? Was redest du? Du machst das gut. Du hast es gerade bestätigt. Was denn? Laberst du? Was? Deine Aussage ist, man braucht 600 Euro, um eine Frack zu eröffnen, dass eine Frack 600 Euro kostet. Nein, eben nicht. Ja, weil okay. Leute wie du glauben, dass das die Aussage ist. Okay, was ist denn deine Aussage? Was laberst du mich denn dicht? Guck mal, das ist, was ich meine. Ich laber nicht, ich rede doch. Du versuchst, das Ganze schön zu reden. Ich versuche gar nicht schön zu reden. Doch, weil nach deiner Aussage gibt es keine Abzockpreise. Das gibt es in deiner Welt nicht. Weil du sagst, jeder kann das einfach kaufen und das war's oder nicht kaufen. Aber da wird mit vielen Sachen gespielt. Da gehen große Streamer mit ihren Zuschauern auf diesen Server. Die Zuschauer halten was davon, werden beeinflusst von ihrem Lieblingsinfluencer und werden dahin indoktriniert, dass es völlig in Ordnung sei, für ein Auto 260 Euro zu bezahlen. Das ist der Film, der da passiert. Und du tust so, als gäbe es diese Sachen nicht. Du tust so, ja, jeder ist doch erwachsener Mensch. Bruder, ich höre doch bei eurem Server zu, da die ganzen 16 bis keine Ahnung was diejenigen, die voll kaputt sind im Kopf, die sich den ganzen Tag beleidigen, Alter. Die haben nicht mal ihre Schule fertig gemacht, Alter. Was redest du denn da? Wirklich hardcore peinlich, dass du versuchst, so einen Müll noch irgendwie etwas Gutes zu verkaufen. 260 Euro für ein Auto und zu sagen, Entwicklungskosten. Man macht den Server zu, macht denselben Server wieder neu auf, um die neuen Imports zu verkaufen. Dann macht man den Server wieder zu, macht einen neuen Server auf und verkauft die Scheiße wieder von Anfang an bis zum Ende. Ne, selbstverständlich ist das Abzocke. Das nennt man Abzocke. Punkt. Ich verstehe, was du meinst mit Abzocke. Ich verstehe, was du meinst. Weil du der Meinung bist, wenn ich das richtig verstanden habe und korrigiere mich, du bist der Meinung, weil man für ein Auto in der Herstellung einen richtig geringen Preis hat, ist der Preis von 260 Euro nein, nicht die gerechtfertigt. Die Herstellung ist scheißegal. Okay, aber warum sagst du dann, dass... Weil ein Produkt angeboten, was komplett unmenschlich einfach ist und das an den Leuten aber aus... Man presst die Leute aus, die einen supporten im Endeffekt. Und das sind die Zuschauer der Lieblingsstreamer, die werden halt ausgepresst. Guck mal, ich sag dir, guck mal, das Ding ist ja... Das ist... Weißt du, guck mal, das ist ja die eine Sache, ich mache mich nur drüber lustig. Ich werde nur sauer, wenn jemand mir versuchen will, weiß zu machen, wie geil das Ganze ist. Das tust du nämlich, du verkaufst das Produkt als was Krasses. Guck mal, am Ende des Tages soll er das doch machen. Mhm. Es ist trotzdem Abzocke und so ehrlich sollten wir zumindest sein. Ich sitze nicht hier und judge ihn auf das Übelste, dass er das tut, sondern ich sage einfach nur, es ist Abzocke und mache mich drüber lustig. Nein, aber genau das tust du. Aber genau das tust du. Genau das tust du. Du tust urteilen, du tust judgen. Oh, natürlich, du machst das gut. Du machst das gut. Deine Art und Weise, wie du actest, wie du die Sachen formulierst, du machst das gut, das habe ich schon immer gesagt. Aber ich sage dir ehrlich, das ist für mich immer noch eine Option. Zum Beispiel, ich habe bis heute noch nicht ein Auto gekauft, was 260 Euro kostet. Wenn du sagst, Streamer bist und deine Zuschauer auf den Server holst, die dann das Geld dafür ausgeben. Was, und wo ist erklär mir. Was soll ich dir denn da erklären? Es ist derselbe Grund wie damals, auch warum Bazzi verarscht worden ist von Rohat und Abogoku. Ist genau dasselbe Spielchen. Die haben wie aufgemacht. Bazzi hat gesagt, lass mal Geld dafür verlangen. Rohat und Abogoku haben gesagt, nein, komm rüber, wir kriegen kein Geld, bla bla bla, damit die Reichweite rüberkommt, damit die Leute Modded Cars kaufen. Und dann kam raus, dicke Lüge, die werden davon bezahlt, von diesen ganzen Sachen am Ende des Tages. Wem willst du denn hier irgendeine Geschichte gerade verkaufen? Das Ding ist, ich kann nur über Sachen reden, wo ich weiß. Und diese Abogoku-Rohat-Geschichte, da bin ich nicht involviert, also, dass ich ja, darüber reden kann. Ja, aber das hängt doch alles miteinander zusammen. Wenn du nicht darüber ich reden kannst, dann sei doch einfach leise. Ich verstehe entweder dein... Mach das Fass von Anfang bis Ende auf. Wir können das Fass aufmachen. Wir können das Fass aufmachen. Dazu gehört die Server-Erstellung bis hin zum Server-Schließung und der neuen Server-Erstellung. Und damit gehört jeder Move, jeder Stream
Streamer, wenn du von dir redest als Streamer, ja, betrifft das auch andere Streamer und wie das Projekt, wie das sich überhaupt finanziert. Denn die Finanzierung ist nämlich, dass man Streamer raufholt, die Zuschauer holen, ja, und die Zuschauer sollen dann halt, weil der Streamer sagt, boah, geile Modelcast oder wie auch immer, kaufen sich die Modelcast für 260 Euro. Und ich sag dir noch einmal, es ist nicht so schlimm. Es ist ein Kritikpunkt, der natürlich vorhanden ist, den man auch erwähnen kann, der auch ernst zu nehmen ist, aber es ist jetzt nicht der größte Weltuntergang, aber wenn jemand wie du versuchen will, das weiß zu machen, dass das geil ist, dann werde ich sauer. Warum ich gerade dagegen kämpfe, ist, weil jemand wie du da sitzt und das cool findet und sagt, das ist alles komplett locker und voll easy und bla, hättest du einfach nur gesagt, ja, ist nicht ganz so nice, der Preis, bla, bla. Dann hätte ich gesagt, ja, komm, egal, scheiß drauf. Das ist meine ehrliche Meinung zu der Thematik. Es ist nicht so, dass ich hier sitze und jetzt voll auf bla, bla, bla und hier und da, boah, ihr macht aber das und das. Ja, wieso bin ich der Letzte, der das macht? Nur wenn das jemand auf Kampf verteidigen will, dann gehe ich auch auf Kampf dagegen. Das ist alles. Ich verstehe dein Punkt, wie schon gesagt. Ich verstehe, dass du sagst, dass du den Preis übertrieben findest. Dass du sagst, dass du das nicht cool findest, dass eine enorme Zuschauerschaft auf dem Server ist und diese Zuschauerschaft dazu animiert wird, diese Modded Cars für 260 Euro zu kaufen. Aber das passiert doch in keinem Punkt. Welcher Streamer, und da kannst du mir vielleicht jetzt mehr erzählen, als ich selber weiß, welcher Streamer sitzt in seinem Stream und sagt, hey, guck mal, ich kann dich auch nicht für voll nehmen, weil du bist halt abhängig von denen, ich verstehe das. Das ist, okay. Ich mach das Ganze seit 6-7 Jahren. Ja. Es läuft immer gleich ab. Die Leute damals konnten nicht sagen, weil sie Angst haben, vom Projekt gewarnt zu werden. Verstehe ich auch. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Natürlich, du kannst gar nicht recht. Sitzen, ja, was gegen ihn sagen. Ja, ja, 100%, da hast du recht, ja. Ja. Aber wenn ich eine Sache nicht fühle, dann kann ich immer noch sagen, nein, das fühle ich nicht. Und keiner wird mich bannen, weil ich meine Meinung sage. Wenn ich sagen würde, ey, der zieht Leute ab, natürlich, dann regt das Projekt schlecht, dann wird er mich bannen. Aber wenn ich das sage, ey, ich kann ja einfach ganz normal sachlich sagen, nein, das fühle ich nicht. Und da wird mir niemand wehtun, oder? Ey, du sagst es selber eigentlich, aber... Nein! Du sagst es ja selber, du kannst es ja gar nicht sagen. Doch, du ich kann sagen, hast, nein, ich fühle das nicht. Aber ich bin der Meinung, das ist ein ganz einfaches Geschäft. Wenn du kaufen möchtest, dann kauf. Wenn du nicht kaufen möchtest, dann kauf nicht. Aber die Leute werden doch gar nicht dazu animiert. Wer wird denn dazu animiert? Welcher Streamer sitzt in seinem Modded Car und sagt, hey, kauf mal, es ist gerade im Angebot. Wer macht das? Also du sagst, es gibt keinen psychologischen Effekt, wie der Server gestaltet ist, wie die Streamer das in ihren Streams präsentieren, wie immer wieder unterschwellig vielleicht auch mal oder am Anfang zumindest was dazu gesagt worden ist, wo man mehr drauf angewiesen ist als jetzt, wo man es vielleicht jetzt nicht mehr so krass macht, dass die Leute mit den Autos rumfahren alleine, dass man diese Modded Cars die ganze Zeit sieht, dass diese Modded Cars Vorteile haben, alles soll nicht dazu animieren, sich das zu kaufen, willst okay, du gesagt? Okay, welche Vorteile haben die Modded Cars? Ey, Bruder, also... Beantworte die Frage. Wenn wir auf der Ebene sind, warum Modded Cars cooler sind als Vanilla Cars... Nein, du sagst gerade, die haben... Warte, welche Vorteile haben die Modded Cars? Nur, dass sie besser aussehen, dass sie ein besseres Aussehen haben? Ich sag dir jetzt noch eine Sache zu der ganzen Thematik. Das habe ich eben schon mal gesagt. Ich habe dir eben lediglich nur gesagt, pass auf, ich sehe das gar nicht so schlimm. Das sage ich ja auch jetzt hier live. Ich sage das ja immer noch. Es ist halt so eine Sache, es ist nicht ganz korrekt. Soll der trotzdem machen, sollen die alle machen. Aber es ist dann halt der Moment, wo ich das dann als Joke nehme und sage einfach, dass diese Autos so viel Geld kosten und es ist für mich ein weiterer Shot ist gegen den Server, weil da sowieso ganz komische Sachen bei euch passieren, okay? Was menschlich einfach abstoßend ist, bis zum geht nicht mehr. Aber und das ist der Grund, warum ich dann erwähne. Aber nicht, weil ich auf... Ich verstehe. Ja, so, aber du musst dir so vorstellen, es ist aber so menschlich abstoßend, dass du ab und zu trotzdem in deinem Sessel siehst, in deiner wunderschönen Wohnung hier in Madeira, muss man schon sagen, hast du echt gut eingerichtet, vor allem mit dem Steak-Kühlschrank im Hintergrund, dass du trotzdem in deiner Wohnung siehst und denkst, hey, ich muss jetzt Abu Goku Stream anmachen, ich muss mir anschauen, was auf Feinden abgeht. Dass es nichts anderes auf Kick oder auf Twitch gibt, dass du trotzdem sagst, du schaltest es ein und du siehst das live. Das ist doch so menschlich abstoßend ist es doch, dass du sagst, hey, ich setze mich jetzt hin, ich drücke auf Abo Goku und schau mal, was auf Final abgeht. Oder bekommst du die Sachen zugeschickt und sagen die Leute, Skurus, das musst du jetzt sehen. Wenn ich etwas menschlich abstoßend finde, dann schaue ich es mir nicht an. Für dich ist es trotzdem Unterhaltung, für dich ist es Content, daraus kannst du Content machen. Und hast du was geraucht? Nein, ich rauche nicht. Ich bin clean. Ich will auch, ey, den Kühlschrank, ich sag dir ehrlich, so auf den. Wenn den Kühlschrank will ich auch mitnehmen, so auf den, hast du verstanden? So auf den. Den kriegst du doch nicht mal gehoben. Was redest du denn da? Ja, Bruder, Du siehst aus wie ich. Was für du willst jetzt den Kühlschrank mitnehmen? Auf den, wenn ich Notch besuchen bin in Madeira, ich mach mehr Liegestütze als du. Jetzt vielleicht nicht, weil ich verletzt bin, aber wenn ich in Madeira bin, ich mach mehr Liegestütze als du.
Du gegen okay. mich. Du gegen mich. Nein, du gegen mich. Versuch gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst gerne deine Liegestützen machen, aber wer will das wissen? Ja, aber du hast gerade gesagt, ich krieg den nicht mal gehoben. Bruder, ich bin ein bisschen dünn. Du hast schon recht, Bruder. Aber ich bin groß. Ich bin groß und ich bin stark. Auf den, checkst du? Was wir machen können, ist, wenn du hier auf Madeira bist, ich kann dir auf jeden Fall einen Duden schenken erst einmal. Ey, auf den, das wäre korrekt. Das wäre korrekt. Ja, Mann. Kannst du mir dann so weitere gute Bücher empfehlen? Ja. Ja. Das, wenn du dann hier bist, kannst du mir schreiben, dann überlege ich mir das, ja. Aber das Ding, du wirst doch eh nicht antworten, Bruder. Ich hab dir schon mal geschrieben, ich hab dir Text geschrieben, ich so, ey, Skus, ich wurde gebannt, Leute haben getrollt. Du hast gelesen, du so, dem antworte ich nicht. Scheiß drauf, soll der weiterdenken, das ist wegen Chat. Oder hart, hart. Jetzt sitze ich hier, ich sitze hier zu München mit meinem Rich Dad, Poor Dad, Bruder, ich lese das zum zweiten Mal, Bruder. Und du hast gute Mandela, Bücher, du willst dich teilen. Das ist nicht Mandela, das Ding ist, dass er ja nichts Persönliches ist. Ich kann nicht jedem hergelaufenen Fanboy zu antworten. Das funktioniert nicht. Ja, da hast du schon recht. Da hast du recht. Wenn ich jetzt jedem Fan antworten, da werde ich ja nie fertig. Auf den hast du schon recht, Mann. Hast schon recht. Achso, wenn du jeden antworten würdest, würdest du nicht fertig werden auf den. Checkst du? Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan von dir bin. Ich mag deine Art und Weise, wie du dich ausdrückst. Aber ich finde, manche Sachen, die du machst, würde ich selber nicht vertreten. Echt? Was denn zum Beispiel? Ich weiß jetzt, was du willst. Ich weiß, was du willst. Ich sehe das in deinen Augen. Ich bin jetzt mal neugierig. Nein, stehst du nicht zu deinen Worten oder was? Ich kann das nicht sagen, weil ich genau weiß, dass du dieses Argument jetzt gleich komplett auseinander nimmst mit deinem Hier, mit deinem Da. Ich weiß doch, ich hab doch schon viel gesehen. Ich weiß dann genau. Warte mal ganz kurz. Du erwähnst etwas, weißt, ich nehme dich danach auseinander und sagst dann, deswegen sage ich das nicht. Nein, weil ich will das Thema gar nicht öffnen. Weil jetzt, wenn ich zum Beispiel das Thema jetzt sage, dann sagst du, ja, aber bei dem und dem passiert das und das. Und darauf habe ich gar keine Lust. Weißt du, was ich meine? Gut, dann wissen wir ja alle, wie sehr du hinter was stehst. Also du sitzt hier und sagst, du stehst nicht dahinter zu dem, was ich sage oder wie ich meine Ansichten habe. Und dann sagst du im selben Moment, du sagst es nicht. So, hä? Nee, es geht. Schau mal. Es geht einfach um die Sache. Okay, ich spreche es jetzt an. Es geht einfach um die Sache. Ich fühle das nicht zum Beispiel, also ich als Mandela würde... Kannst du bitte, guck mal, Ich versuche langsam... keine Twitter-Unterhaltung, ich führe auch hier keine... Ich muss auch langsam reden, dass du das verstehst. Kitschus. Dass du das verstehst. Verarschen, Alter? Du stotterst seit einer halben Stunde, Alter. Aber, willst du mir was erzählen? Auf den, ich bin doch Fan, oder nicht? Auf den, ich bin doch Fan. Deswegen stotter ich doch. Gehst du so mit deinen Fans um? Du kannst mich gerne, wir können gerne nochmal offscreen vielleicht quatschen oder die Tage, aber du musst erstmal ganz tief Luft holen, okay, schreib dir mal ein Skript und dann quatschen wir einfach die Tage. Okay, easy, danke okay, dir. Ja? Aber kann ich wenigstens gebannt werden lassen? Easy. Alles klar, bis easy. Dann, ja, dann. Ciao. Ciao, ciao. Oder habe ich den sauer gemacht? Boah, ich habe gemerkt, mit ihm normal reden macht keinen Sinn. Er ist sympathisch, ich mag seine Art und Weise zu reden, aber als Gesprächspartner ist er ekelhaft, Bruder. Er macht das gut, schau dir diesen kleinen Jungen an, der macht das gut. Der ist Fuchs, Bruder. Der ist Fuchs. Man muss dieses Trollen und so, wenn ich das auf Ernst mache und wirklich auf Ernst mit ihm rede, Bruder, der macht das so gut, der ist in dem Business drin, Bruder. Ich muss trotzdem sagen, er mag mich. Der ist natürlich strohdoof, aber okay, das kann. Ein bisschen Sympathie hat er trotzdem bekommen. Ja, siehst du, ich bin erstens nicht strohdoof, das weiß ich. Also hardcore durch, der Typ, hardcore durch. Nein, auf den, er weiß selber, ich bin nicht dumm, Bruder. Eskus, hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ey, Mandela, bitte nimm nicht immer so tief, bitte. Guck mal, Mandela, guck mal, wenn wir das nächste Mal reden, mach dich ein bisschen mehr gerade, arbeite ein bisschen an deinem Sprachschatz. Auf den! Ein bisschen weniger. Lass mal, Bruder, bitte. Und dann, ich will auf Augenhöhe, klar, also wird eh niemals sein, ich bin eh immer hier und die anderen sind hier, aber so. Dass das Verhältnis wenigstens nur so ist und nicht so, ne? Check dir, was ich meine, Bruder! Er kann nicht anders. Ey, Mädchen! Dass es nicht so auf den ist. Weißt du, sondern mehr so auf den. Er hat's gesagt. Damit du mich verstehst du, auf den. Auf den, mein Bruder, er hat's gesagt. Aber ich muss sagen, guck mal, Leute, ich sag euch ehrlich, das ist die Sache. Also ich weiß nicht, was er taugt. Young Reckless. Man hat es ja im Gespräch. Auf den, er hat gecheckt, Bruder. Blablabla. Er soll Final kommen, Bruder, wir machen so. Ein bisschen mit Humor. Wir machen so. Er nimmt das nicht ernst. Wir machen so. Er hat von Anfang an verstanden, okay, das ist auch ein bisschen Show, dies, das. Er ist halt nicht am Anfang wollte ich ernst machen, ne? Da habe ich gemerkt. Er ist nicht so im Film drin wie die meisten anderen. Also er ist trotzdem zwar ein Lelek, aber es ist halt, ne? Er sagt zu mir Lelek. Wieso ist mein Name auf New Life verboten? Find ich schade.